Notruf auf der Ruhrpottwache. Eine Frau meldet Schreie und Kampfgeräusche aus dem Haus ihrer Nachbarin. Das mutmaßliche Verbrechen führt Polizeioberkommissar Lukas Becker und Polizeikommissar Michael Smolik zu einem ungewöhnlichen Fall um eine alleinerziehende Mutter und ihr Kind. Das Fenster ist offen, hast du das schon gemerkt? Klopf nochmal. Hallo, die Polizei, machen Sie mal die Tür auf. Keine Ahnung, kannst du vergessen. Ja. Ich gehe rein und mach dir auf, okay? Jawohl, alles klar. Da offenbar Gefahr im Verzug ist, dürfen sich die Einsatzkräfte Zutritt zu dem Haus verschaffen. Sie erwartet ein schwer bewaffneter Mann. Mach mal aus. Auf und rein. Drei, zwei. Die Polizei macht. Hey, hey! Weg, runter mit der Axt! Runter, weg! Ich wollte dir doch nur helfen! Runter, auf den Boden, auf den Boden, auf Boden. Auf. Ich wollte ihr doch nur helfen. Ja, wir legen ihn auf. Wenn wir mögliche Täter mit Waffen feststellen, müssen wir natürlich sofort handeln. Wir dürften normalerweise auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. In diesem Fall haben wir das auch mit einfacher körperlicher Gewalt lösen können. Eine sehr, sehr gefährliche Situation, wenn Waffen im Spiel sind. Gut, ich hole aus dem Auto mal einen Bolzenschneider. Ja. Machen Sie Fehler. Hallo. Sie bleiben hier. Ganz ruhig sitzen bleiben. Okay. Geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Rettungswagen? Brauchen Sie einen Rettungswagen? Nein, sicher. Keine Ahnung, ich bin ohnmächtig hier aufgewacht. Ja. Hat er Sie gefesselt? Nein, der wollte mich gerade befreien. Der war sicher? Zufällig hier in der Wohnung. Ja, also die Tür war auf. Und was wollte er mit der Axt? Der wollte mich hier befreien. Die befreien? Die ist da drangekettet. Die hat geschrien, die hat Spieß. Ich dachte, die wird vergewaltigt oder sowas. Ich bin hier draußen vorbeigegangen, hier war nur Schreierei. Und dann bin ich hier reingegangen. Können Sie das so bestätigen? Sicher? Ja, ich bin auch eben erst aufgewacht und dann habe ich gesehen, dass ich hier gefesselt war. Und okay. Die Geschädigte hat keine sichtbaren Verletzungen. Die Beamten vermuten daher, dass sie mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen wurde. Die Melderin will sich nach dem Zustand ihrer Nachbarin erkundigen. Nehmen Sie mal nochmal Platz, bitte. Irgendjemand hat mich K.O. gehauen. Ich habe keine Ahnung. Was. Okay, Sie haben niemanden gesehen? Nee, ich habe nur Schritte gehört, als ich wieder hier war, weil ich mein Portemonnaie gefangen hatte. Ja, und super, danke schön. Dann habe ich ja Schritte gehört und dann weiß ich auch schon nichts mehr. Ich habe irgendeinen. Okay, wenn es Ihnen schlechter gehen sollte, sagen Sie bitte jederzeit Bescheid, dann rufen wir einen Rettungswagen. Ja, nee, ist schon okay. Okay, jetzt noch mal ganz kurz. Sie waren hier in der Wohnung drin, haben einen Schlag bekommen, haben ihn nicht gesehen, wer das gewesen sein könnte. Sind aufgewacht, waren gekettet, er wollte Sie befreien. Okay, da ich das richtig mit. Polizeikommissar Michael Smolik befragt die Nachbarin zu dem Täter. Die Frau kann einen ersten Anhaltspunkt auf den möglichen Kriminellen liefern. Ich habe vorne am Fenster Einbruchspuren gesehen. Also ich bin auch durchs Fenster rein. Ich kann mich nur erinnern, dass ein roter Lieferwagen mit einer weißen Aufschrift da stand. Mhm. Aber den habe ich vorher hier auch noch nicht gesehen. Okay. Roter Lieferwagen? Ja. Ist denn? Ja, das war, also das könnte der Fliesenleger gewesen sein. Vor zwei Wochen habe ich hier mein Bad fließen lassen. Ja. Okay. Und ja, der Mann, der das gemacht hat, der hat das eher schlecht als recht gemacht. Deswegen habe ich mich geweigert, den ganzen Preis zu zahlen. Ja. Ich weiß nicht, ob der sauer war und der Arzt, der war natürlich nicht mehr zufrieden. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Mich würde auch ganz gerne interessieren, ist irgendwas weggekommen? Sie haben wahrscheinlich noch gar nicht irgendwie geschaut. Wir würden dann gleich einfach schauen. Als ich reingekommen bin, war auch niemand hier. Wie sind Sie denn eigentlich hier reingekommen? Die Tür war auf. Die Tür war auf? Ja. Für die Polizisten ist fraglich, warum die Haustür bei ihrer Ankunft geschlossen war. Vorrang hat zunächst die Inaugenscheinnahme der Wohnung. Es wurde nichts gestohlen. Das Kinderzimmer der 8-jährigen Tochter scheint für den Täter jedoch interessant gewesen zu sein. Was hat der denn hier gemacht? Erstmal bitte nichts anfassen, ja? Erstmal alles genau so liegen lassen. Nichts anfassen. Weil hier war er mit Sicherheit drin. Ich denke mal nicht, dass Ihre Tochter von Haus aus so unordentlich ist. Ja, nicht ganz. Aber Tatjana, wie sieht's denn hier aus? Mir stellt sich jetzt hier die Frage, was wollten die Täter oder der Täter wirklich? Ich meine, es wurde nichts entwendet, Wertgegenstände sind noch da, das Kinderzimmer wurde durchwühlt. Für uns ist das hier tatsächlich ein Fall für die Kripo. Seien Sie mir bitte nicht böse, lassen Sie uns bitte raus aus dem Zimmer kommen, weil hier muss definitiv auch die Spurensicherung rein. Ja, wenn hier zu viele Menschen reintrampeln, dann ist das recht ungünstig. Die Beamten bitten die Beteiligten deshalb, im Untergeschoss zu warten. Alle drei sollen noch von der Kripo auf der Wache vernommen werden. Polizeioberkommissar Lukas Becker entdeckt eine Spur in einer Knetmasse. Die wird noch von großer Bedeutung sein. Siehst du das? Da ist doch jemand eventuell reingetreten. Kann das sein? Ja, hier. Sieht mir nach auch einem Sportschuh aus, von der Sohle her. Das muss auf jeden Fall die Spurensicherung. Definitiv. Aber hier auch alles verwüstet, kaputt gemacht mit dem Puppenhaus. Das Barbie-Haus kaputt gemacht. Also entweder ist es irgendwie so eine Eifersuchtsschiene, wo irgendwas kaputt, mit Absicht kaputt gemacht worden ist. Oder, weil
Wie gesagt, denn Wände wohl ja nichts. Polizeioberkommissar Lukas Becker gibt den Stand ihrer bisherigen Ermittlungen an die Leitstelle durch. Michael Smolik will die Mutter indessen zu dem möglichen Motiv des verdächtigen Handwerkers befragen. Was war nochmal mit dem Fliesenleger? Können Sie mir das bitte nochmal genau erklären? Ja, also wie gesagt, vor 2 Wochen habe ich mein Bad fließen lassen. Ja. Und das hat er echt so frischig gemacht und ich wollte einfach nicht den vollen Preis dafür zahlen. Das habe ich nicht eingesehen und dann war er auch wirklich wütend. Ja. Und hat es dann aber auch nicht ausgebessert und vielleicht war der deswegen irgendwie sauer. Haben Sie zufällig für uns den Namen der Firma? Ja, die Firma war Stein und Metz und der Typ hieß ja Steinbeck. Okay, sind Sie sich da sicher? Ja, also ich wollte das mal an. Genau. Dieser Herr Steinbeck von dieser Firma Stein und Metz, den werden wir jetzt abholen lassen, also quasi vorladen. Eventuell kann er uns durch die räumliche und zeitliche Nähe weitere Ermittlungsansätze liefern. Dann habe ich auch noch eine Frage. Egon, wo ist 25. Genau, weil Sie gesagt haben, Ihr Kind ist nicht da. Ja, mein Kind ist bei der mit der Oma unterwegs. Die wollten mal wieder Zeit miteinander verbringen. Und Gott sei Dank war sie jetzt nicht hier. Ja, zum Glück. Polizeikommissar Michael Smolik ermittelt, dass die Mutter einer 8-jährigen Tochter mit niemandem im Streit liegt. Deshalb kann sie sich nicht erklären, wer außer dem Handwerker die Tat verübt haben könnte. Okay, das Wichtigste ist, dass es Ihnen gut geht. Ja, Sie haben jetzt natürlich einen kleinen Schock und auch einen kleinen Schlag auf den Kopf bekommen, aber Ihrem Kind geht's gut, Ihnen geht's weitgehend gut. Wenn jetzt irgendwas weggekommen sein sollte, ist es halb so schlimm. Ja, wir sind jetzt da, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir haben diesen Fliesenleger, der kommt jetzt zur Wache. Ja, und wir klären alles Weitere. Sie dann bitte auch zur Wache kommen. Das Wichtigste ist jetzt nichts anfassen hier. Ich würde Sie auch bitten, aus der Wohnung rauszugehen. Geben Sie mir bitte den Schlüssel. Oder der Schlüssel steckt, glaube ich, da. Der Schlüssel steckt in der Tür. Den hole ich mir. Gibt es dann eine Spurensicherung? Das ist jetzt erstmal wichtig. Ja? Deswegen würde ich Sie alle erstmal bitten, rauszugehen. Die Spurensicherung klärt dann hier alles Weitere. Den Schlüssel kriegen Sie natürlich dann wieder zurück, wenn alles hier geklärt ist. Ja? Okay, alles klar. Wir sind hier in dem Fall sehr froh, dass die Nachbarin ein aufmerksames Auge gehabt hat und direkt die Polizei gerufen hat. Viele Nachbarn tun das nicht aufgrund von Anteilnahmslosigkeit. Die interessieren sich einfach nicht für ihre Nachbarn oder unterschätzen die Lage. In dem Fall finden wir diese Situation, wir kommen einmal lieber zu oft als einmal zu wenig. Und deswegen war es genau das Richtige. Warten Sie noch draußen dann bitte. Okay, ich würde am besten noch die Kripo verständigen. Ja, ich würde sie dann direkt telefonisch ruf sie an, gib eine Lageinformation raus, dass die dann direkt schon mal informiert sind, dass wenn wir gleich reinkommen, die übernehmen können. Ja, alles klar, dann machen wir es. Dann nehme ich den Schlüssel. Genau. Und dann können wir dann eigentlich abfahren, weil dann ist ja hier alles safe. Okay. Auf der Wache werden die Kollegen der Kriminalpolizei schon bald einen Anhaltspunkt auf den Täter finden. Auch die 8-jährige Tochter der Geschädigten wird in diesem Fall noch eine unerwartet große Rolle spielen. Der Fliesenleger ist der Vorladung der Beamten inzwischen gefolgt. Doch seine Vernehmung wird für Kriminalhauptkommissar Hans Frendenberger und Kriminaloberkommissar Bora Aksu nicht zufriedenstellend verlaufen. Der Fliesenleger ist da. Michi bringt ihn gleich hoch. Also der Handwerker, den Sie beauftragt haben, der ist jetzt da. Wir würden ihn gern mal sprechen und anschließend hätten wir vielleicht noch ein paar Fragen an Sie. Finden wir super, wenn Sie gerade draußen Platz nehmen könnten. Dann kommen wir gleich nochmal auf Sie zu. Okay. Die Kripo-Beamten wollen ermitteln, warum der Täter das Kinderzimmer verwüstet hat. Sie konfrontieren den Hauptverdächtigen mit dem Sachverhalt, doch der weist die Anschuldigungen von sich. Wo waren Sie denn am heutigen Tag bis jetzt? Ja, auf Baustelle. Ich bin selbstständig, muss jeden Tag hart arbeiten und dann habe ich eigentlich keine Zeit für sowas hier. Verstehe ich nicht, den Aufriss. Sie haben aber auch Arbeiten in dem Haus oder in der Wohnung der Dame, die Sie gerade gesehen haben, durchgeführt bis jetzt. Ja. Da habe ich vor einigen Wochen einen Auftrag gemacht, Badezimmer. Ja. Ja, und da fehlt noch allerhand Geld, was sie nicht überwiesen hat. Wenn wir einen Verdächtigen vor uns haben, ob wir den vorgeladen haben oder mitgebracht haben, ist eigentlich egal. Dann wollen wir uns erstmal ein Bild verschaffen von dem, was er sagt. Wir decken das ab oder gleichen das ab mit den Vorwürfen, die im Raum stehen. Wir schauen uns die Mimik, die Gestik von dem Gegenüber an, ob da eventuell irgendwelche Unsicherheiten, Widersprüchlichkeiten auftreten. Der Mann machte schon einen ziemlich souveränen Eindruck und wirkte glaubhaft. Gut, also der Kollege von der Spurensicherung ist auch schon da, deswegen sage ich schon mal ganz klar, worum es geht. Wir haben hier einen Einbruch in die Wohnung von der Frau Michel, da wo sie gearbeitet haben, ist eingebrochen worden. Uns fehlt jegliches Motiv und ein Motiv haben sie uns ja schon gerade genannt. Sie haben noch Geld von ihr zu kriegen und haben ihr dann wahrscheinlich auch dementsprechend etwas angekündigt, dass das ein Nachspiel haben wird. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Ich kriege Geld von ihr, aber dafür habe ich keine Zeit, so Spielchen da zu treiben. Ich habe genügend Aufträge, die erledigt werden müssen und natürlich warte ich auf das Geld, das ist ja ganz klar. Sie sind doch heute dort gewesen. Ja, ich habe da in der Ecke eine Baustelle und dann bin ich mal da vorbei, war aber keiner da.
Die Ermittler unterbrechen die Vernehmung für den Kollegen der kriminaltechnischen Untersuchung, denn der hat wichtige Erkenntnisse für den Fall. Erzähl uns mal was darüber. Das scheint ja ziemlich interessant zu sein gerade. Mhm. Was ist das? Ja. Ja, das ist offenbar einfach ein Stück Knete, also ein Spielknete. Ja. Und das lag so auf dem Boden. Das war also so in diesem Zustand, haben wir das auch vorgefunden. Ja. Die Knete haben wir sichergestellt, natürlich. Und wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, was das sein kann. Und das sieht also ganz klar nach Fußspuren aus. Und hier sind noch Bilder von Schuhabdrücke. Das sind Schuhabdrücke. Ich habe hier jetzt. Hier kommen die vergrößert. Ah, ja. Ach, hier haben wir schön vergrößert nochmal. Also, okay. Ist aber ein ganz individuelles Muster. Ja, sehr individuelles Muster, denke ich auch. Was für eine Schuhgröße schätzt ihr da? Wir schätzen so 42 bis 44. Daraufhin habe ich natürlich die Schuhsohlen von dem Fliesenleger sehen möchten, um ihn als Täter zu überführen oder auch auszuschließen. Wobei ein Ausschließen ist es ja in diesem Falle nicht. Man kann ja die Schuhe wechseln. Aber eventuell hätte er, wenn er tatsächlich in der Wohnung gewesen sein sollte, dieselben Schuhe noch an. Ja, Problem, da bin ich ja raus aus dem Schneider, ne? Ja, wobei, so schnell geht das nicht, aber das zeigt doch nicht, dass es diese Schule, Schuhe gewesen sind. Sie werden aber nicht nur ein paar Schuhe haben. Der Herr sagt gerade, dass er von der Arbeit kommt. Sieht auch ein bisschen so aus, hat auch ein bisschen staubige Klamotten. Dann haben wir da irgendwelche Reste auf dem, ja, so Staubreste. Ein Foto sieht ja nicht so aus. Fotos sind gerade von der Baustelle. Nein, überhaupt nicht. Also Staubspuren haben wir überhaupt gar keine feststellen können. Nee. Gar nichts. Okay. Der Fliesenleger ist für die Kriminalisten damit aber noch nicht entlastet. Die Kommissare wollen die Mutter, ihre Nachbarin und den Retter über den Ermittlungsstand informieren. Dabei bemerken sie, dass sich einer der drei auffällig verhält. Gut, also jetzt schon mal so für Sie als Feedback. Wir haben ihn jetzt gerade dazu gefragt. Er bestätigt auch, dass er heute im Laufe des Tages dort gewesen ist. Er wollte Sie halt besuchen und sein Geld noch einfordern, was Sie ihm seiner Meinung nach noch schulden. Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Das ist eine zivilrechtliche Sache. Das geht uns zunächst erstmal gar nichts an. Wir überprüfen auch jetzt gerade sein Alibi, ob er heute Morgen überhaupt da gewesen sein kann, außer dem kurzen Moment bei Ihnen. Ja. Und was da herauskommt, wissen wir natürlich noch nicht. Ja, komischer Typ auf jeden Fall. Ich habe gerade ein Foto von meiner Tochter bekommen. Ah, okay. Oh. Was machst du? Ja, das ist süß. Ja, die ist süß. Mhm. Das ist im Zoo Duisburg. Hat sie auch ihre neue Puppe. Ist das die Oma? Ja, genau, das ist meine Mutter und sie mit ihrer neuen Puppe natürlich. Wie heißt sie noch? Ja, klar, ist meine Tochter, ja. Muss sie unbedingt auch mal kennenlernen, die will bestimmt auch wissen, wer jetzt mich gerettet hat. Ja, im Laufe der Gespräche hier auch mit dem sogenannten Helfer kam so eine gewisse Eigendynamik auf. Das wurde immer weiter, es kam immer mehr Gefühle und Informationen hinzu. Ich habe diesen Mann konkret beobachtet und habe festgestellt, immer wenn es um das Kind ging, ob das Foto war oder der Aufenthaltsort, dann wurde er neugierig und hat sich sehr stark dafür interessiert. Das konnte man seinem Gesicht wohl ablesen. Brauchen Sie mich noch oder? Nee, wir brauchen Sie jetzt erstmal nicht. Sie sind eigentlich entlassen. Wir würden mit Ihnen die Befragung fortsetzen. Ich habe einen Arzttermin, deswegen. Ich muss. Gut. Ja. Schade, ich wollte sonst noch einladen. Nee, ist okay. Okay. Ich bleib noch. Also, mach's gut, okay. Die erfahrenen Ermittler halten die übermäßige Fürsorge des Helfers in der Not für unaufrichtig. An dem Sitzplatz des Mannes macht Kriminaloberkommissar Bora Aksu eine folgenschwere Entdeckung. Hier hat doch der Typ gerade gesessen, der Mann. Jetzt können Sie mir mal Ihre Schuhe zeigen. Sie auch? Beide Sohlen hoch? Ja. Wir haben die Knete hier in der Wohnung gesehen, das ist definitiv... Klar ist das die. Ist das die? Ja, natürlich. Das sieht genauso aus. Also wir haben alle keine Knete. Also warum sind Sie sich absolut sicher, dass es er nicht gewesen ist? Er saß doch hier die ganze Zeit. Das ist doch jetzt wirklich verdächtig, dass diese Knete, die wir schon hergestellt haben. Aber was für ein Motiv hätte er? Seine war doch nicht im Kinderzimmer, der hat mich doch gerettet, als ich da unten... Ja, aber Sie waren ja bewusstlos, oder nicht? Ja. Dann wissen Sie ja nicht, ob der im Kinderzimmer war oder nicht. Ja, so wirklich weiß ich das natürlich aber nicht. Aber Sie kennen ihn jetzt auch nicht, ne? Also, nein. Das ja, nachdem der sogenannte Retter es plötzlich so eilig hatte, zunächst haben wir dem gar nicht so eine große Bedeutung beigemessen. Aber als er dann weg war, fiel uns allen auf, warum hatte er es so eilig? Das starke Interesse am Kind machte ihn jetzt auf einmal verdächtig. Wir mussten jetzt klären, ob er tatsächlich auf dem Weg zu dem Kind ist. Denn schlimm an der Sache ist, er weiß, wo das Kind sich jetzt aufhält. Okay, dann würden wir da am besten hinfahren. Sie bleiben bitte hier. Oh, nee, ich muss auf jeden Fall mit, das ist meine Tochter. Also, wir können Sie gerne mitnehmen. Sie können gerne mitnehmen. Fahren wir bei uns im Auto mit. Wir fahren dahin auf jeden Fall. Ja. Es ist okay, wenn wir Sie nicht mitnehmen, dann würden wir die Mutter nur mitnehmen. Dann
Offenbar handelt es sich bei dem vermeintlichen Retter um den Täter. Und dem geht es anscheinend um das Mädchen. Die Polizisten nehmen an, dass der Verdächtige der Großmutter und dem Kind etwas antun könnte. Schließlich hat er schon die Mutter niedergeschlagen. Die soll die Oma der Achtjährigen telefonisch vorwarnen. Doch die Angerufene scheint das Klingeln ihres Handys nicht zu hören. Muss der hier sein, oder nicht? Ja, das ist das hier auf jeden Fall. Hier ist der Eingang. Ich würde vorschlagen, dass wir uns aufteilen. Michi, ja, genau. Geht hier am besten mal darum, versucht einen Hintereingang zu finden. Okay. Wir nehmen den Vordereingang. Versuchen wir unter Funkkontakt. Ja, wir treffen uns. Euren Rufnamen? 1125. 1125 habe ich mit. Bleiben Sie bitte bei uns. L25 bis jetzt negativ. Sag mal, ist er? Was ist denn da? L25 Sichtkontakt, bereit machen zum Zugriff. Kommt von hinten rein. Langsam von hinten rein. Hallo? Hallo? Hey! Halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey! Das war gut. Umdrehen. Das war gut. Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Hast du einen Fessel? Komm her. Ganz stillhalten hier, sonst tut's weh, junger Mann. Die Kommissare ermitteln, dass der Täter etwas haben wollte, das die Achtjährige bei sich trug. Und das ist sehr kostbar. Was wollen Sie mit dem Kind machen? Die ist 5000 Euro wert. Ich habe die für 20 Euro verkauft. Was? Ich wollte die einfach nur wieder haben. Ja, war scheiße, trotzdem. Was halten Sie mit dem Kind vor? Das interessiert mich viel mehr. Ich hatte nichts mit dem Kind vor. Wieso haben Sie mit dem Kind nicht? Puppe. Wir sind dem Kind noch gefolgt. Ja, die hat die Puppe gehabt. Was ist das für eine Puppe? Ich habe die Puppe verkauft im Internet für 20 Euro. Und die gehörte Ihnen? Ja, ich habe dann einen Tag später herausgefunden, die ist 5000 Euro wert. Und dann wollen Sie die wieder haben, oder? Ja, was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ich habe gar nichts mit dem gemacht. Was hast du denn mit der Tochter gemacht? Ich wollte nur die Puppe haben. Ich darf sie erstmal beruhigen. Die ist 5000 Euro wert. Was? Er sagt, es sei seine Puppe. Kann das sein? Warte, ich habe sie bei eBay ersteigert. Bei eBay? Ja, ich hab sie angerufen. Ich muss sie alles kurz beruhigen. Es geht überhaupt nicht um ihr Kind. Von ihrem Kind wollte der überhaupt nicht. Der wollte nur die Puppe haben. Ja, das ist hier die Modepuppe, um die es sich gehandelt haben soll. Und die soll wohl 5000 Euro wert sein. Das hätte er wohl recherchiert. Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Darum hat sich das Ganze gedreht und mein Kollege hat halt auch hat es schwer gehabt, ihn mir auszuhändigen. Ich muss es quasi an mich nehmen. Du kannst erstmal ganz beruhigt sein. Der wollte dir gar nichts tun. Ne? Du hast ja mitbekommen. Der wollte nur deine Puppe haben. Aber ich glaube nicht, dass er die wiederkriegt. Pass auf, wir machen das so. Die Puppe kannst du jetzt leider nicht mitnehmen. Die müssen wir mitnehmen, okay? Aber die bekommst du wieder. Aber erstmal müssen wir sie mitnehmen. Auf jeden Fall, okay? Ich verspreche es ihr. Ich verspreche es. Alles klar, dann machen wir das so. Brauchst keine Angst mehr. Nehmen wir den mal mit. Ja. Alles gut jetzt, ne? Wir nehmen den Mann erstmal mit. Sie müssen wahrscheinlich hier bleiben bei Ihrer Tochter, oder sollen wir sie mitnehmen? Bei Ihnen ist auch alles okay? Ja, ist alles gut. Möchten Sie mitgenommen werden oder sind Sie mit dem Auto da? Nein, das geht, bitte. Sind Sie mit dem Auto da? Ja, wir nehmen ihn mit. Okay, gut. Unser Täter wird sich vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Freiheitsberaubung, wegen einem Wohnungseinbruch, wegen Sachbeschädigung, ja, und diversen kleinen Kavaliersdelikten vor Gericht verantwortlich machen müssen. 5000 Euro Barbie. Muss man meine Tochter fragen, ob die nicht auch noch ein paar Barbie-Puppen hat. Die hat doch da immer mit gespielt. Ich glaube, das war noch nicht mal eine Barbie. Die sind gar nicht so teuer. So. Also, wir nehmen die Puppe mit, wir nehmen ihn mit, wir nehmen auf die Wache. Direkt auf die Wache, dann erledigen wir den Rest da. Alles klar. Hat ja super geklappt, hä? Ohne Personenschaden. Der Täter erhält eine Freiheitsstrafe. Als bei seiner Suche nach der Puppe unerwartet die Mutter dazu kam, schlug er im Affekt zu. Er gab sich hinterher als Retter aus, um zu erfahren, wo das seltene Sammlerstück zu finden ist.